Hallo, da bin ich wieder mal. Mir ist vieles durch den Kopf gegangen, auch nach einem Kommentar unter einem der letzten Videos. Etwas sehr Wichtiges, für mich sehr Wertvolles, weswegen ich das Ganze hier auch mache. Denn wir sind heutzutage so eingebunden in schnelle Aktivitäten, schnelle Aktionen. Wir müssen schnell reagieren, ob im Straßenverkehr oder auch beruflich, teilweise privat. Wir müssen, wollen oder denken, dass wir Dinge tun müssen, jetzt und sofort und schnell, und vergessen uns darüber hinaus selbst. Deswegen ist das Thema der Achtsamkeit so wichtig. Denn hinzu kommen auch noch die sozialen Medien, hahaha, also auch dieses hier, wo es dann darum geht, ganz schnell Informationen aufzunehmen, am besten in 20, 30, 60 Sekunden Häppchen. Und das kann einen auf Dauer ganz schön belasten und überfordern. Und dann kann es dazu kommen, dass wir gedanklich nicht mehr zur Ruhe kommen. Wir sind auf Action aus. Nicht unbedingt Bungee-Jumping oder Fallschirmspringen oder Ähnliches. Wobei von der Seite her ist das alles nicht schlimm, es ist etwas Wunderschönes. Wenn ich mich trauen würde, würde ich das auch tun. Aber es geht darum, auch immer wieder mal zur Ruhe kommen zu können. Und selbst wenn man es will, gelingt einem das häufig nicht. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, immer wieder auch mal zur Ruhe zu kommen. Zum Beispiel auf einem Spaziergang, auf einer Wanderung, in dem Ort, in der Gegend, wo man halt gerne sein möchte. Hier zum Beispiel in der Umgebung von Freital. Auf den ersten Blick eine wunderschöne Gegend, auf den zweiten Blick sogar besonders schön, wenn man sich in die Seiten des Ortes hineinbegibt. Und wie ich auch bei anderen Videos schon mal angedeutet habe, auch bei mir, dauert es eine ganze Weile, bis ich dann mal richtig zur Ruhe komme, gedanklich, innerlich. Und das darf sein. Nicht zur Ruhe kommen ganz schnell, mal eben in 10 Minuten. Wenn man auf diese Weise Achtsamkeitsübungen oder Entspannungsübungen nutzt, ist das wie eine Kopfschmerztablette. Es kuriert das momentane Übel, das momentane Leid, die Schmerzen, aber es kuriert nicht die Ursache. Und deswegen ist es immer sehr wichtig, auch zu schauen, warum bin ich denn innerlich unruhig? Was bewegt mich so, buchstäblich? Was bewegt mich so, dass ich nicht zur Ruhe kommen kann? Es können auch angenehme Dinge sein, die einen bewegen. Das ist natürlich gut, wichtig und wertvoll. Aber wie kann ich zur Ruhe kommen? Ich sag's mal ganz simpel, die Langeweile aushalten. Aushalten. Nicht sofort denken, ach, ich muss was tun, muss was tun, muss was tun. Ich muss was lesen, ich muss Haushalt machen, ich muss den Garten bearbeiten, ich muss Leute treffen, jemanden anrufen, da jemandem helfen. Selbst helfen, eine christliche Tugend, Nächstenliebe, kann manchmal auch nur ein Versuch sein, sich selber zu verdecken und an das möglichst nicht ranzugehen, was einen vielleicht so bewegt, negativ häufig. Eines meiner bildlichen Lieblingsthemen, Wege. Nicht gerade Wege, wo ich am Anfang des Weges schon sehe, was in ein paar Kilometern Entfernung ist, sondern verschlungene Wege, kurvige. Deswegen ist für mich Wald und Gebirge auch so wertvoll. Andere mögen eben das Weite. Ich schaue auch gerne mal in die Weite, aber für mich ist halt gerade sowas wie hier sehr wertvoll. Stehen zu bleiben, zu überlegen, wo geht's lang? Welcher Weg ist der richtige? Der linke? Wo es hinten heller wird? Oder der rechte? Wo es weiter im Gebüsch geht? Lande ich da in einer Sackgasse? Ein spirituelles Thema. Und solche Wege, an denen wir uns entscheiden müssen,
sind immer wieder da im Leben. Im Übrigen ist das Wort Krise aus dem Griechischen nichts anderes als die Übersetzung von Entscheidung. Also, ich habe eine Krise, könnte ich hier auch sagen, links oder rechts, aber da gucke ich gleich auf mein Navi. Aber ich könnte mich in meinem Leben entscheiden, links oder rechts, diesen oder jenen Weg, dies oder jenes. Und ich könnte den bisherigen Weg weitergehen und sagen, okay, alles wie bisher. Auch wenn es nervig ist, anstrengend, belastend, verletzend, punktuell mal schön. Aber dann zu sagen, halt, ich bin in einer Krise, ich muss mich entscheiden, weiter wie bisher oder etwas Neues. Oder zumindest anders. Und dann bin ich an einem Scheideweg. Ein Weg, der sich scheidet in 2, 3, 4 Wege vielleicht. Und ich muss mich dann entscheiden. Das heißt, ich muss aus der Trennung der Wege etwas machen, womit ich zufrieden bin. Oder zumindest eine Entscheidung treffen und sagen, okay, ich mache das jetzt erstmal. Auch wenn es gegen das bisherige ist. Und damit meine ich durchaus auch, sich nicht mehr unbedingt festmachen an dem, was andere sagen, sondern den eigenen Weg gehen, das eigene Sehen, das eigene Bedürfnis sehen und dann diesem Bedürfnis nachgehen. Nicht auf Teufel komm raus, sondern darüber nachdenken und nicht einfach weitermachen wie bisher. Weitermachen wie bisher, bei einer Krise, bei einem Scheideweg, ja, das heißt dann auch so viel wie sich in seine Komfortzone einzurichten oder weiter drin zu bleiben. Es ist ja bequem. Und etwas Neues zu machen, anders zu machen, das ist manchmal ziemlich unbequem. Es ist wie bei einer Wanderung, wo man einen Weg kommt und bei einem anderen Weg auf Hindernisse stößt. Da liegt ein Baum quer. Ja, und den muss ich jetzt überqueren, drüber klettern. Unbequem. Und dahinter liegt gleich der nächste. Kann man jetzt hier noch nicht sehen. Und so kann es sein, dass man sagt, ja, ich weiß, ich bin zu hektisch. Ich bin so kurz angebunden gedanklich, meine Konzentration reicht von hier nach da, aber nicht weiter. Dann muss ich schon wieder das nächste sehen, den nächsten Social-Media-Kanal ansteuern, das nächste Video einschalten. Dann aber zu sagen, halt, ich möchte etwas mehr zur Ruhe kommen, länger dabei bleiben. Das ist nicht unanstrengend. Es ist eine Arbeit an sich selbst. Deswegen ist doch eine Urlaubsfahrt, eine größere, ein durchaus zweischneidiges Schwert. Denn ich möchte in den Urlaub fahren, um abzuschalten. Und vielleicht dies oder jenes Neues zu sehen. Vielleicht ein Abenteuerurlaub, vielleicht ein Partyurlaub. Um all das, was mich sonst im Alltag belastet, zu überdecken. Und dann komme ich wieder, fühle mich ein paar Tage erholt und dann kommt der ganze alte Trott wieder. Alle Gedanken, Ärgernisse, Sorgen, vielleicht Ängste. Und damit habe ich wie eine Schmerztablette diesen seelischen Schmerz nur überdeckt. Deswegen kann es sinnvoll sein, einfach in der eigenen Umgebung mal zu gucken,
oder gar nicht mal so weit wegzufahren. Vielleicht hier. Ich mache ein bisschen Werbung für die Freitaler Umgebung. Hier einfach mal buchstäblich die Seele baumeln zu lassen, sich hinzusetzen, achtsam den Geräuschen zu lauschen, den Wind, die Vögel, vielleicht ein Bach. Und wenn irgendwelche Gedanken auftauchen an Belastendes, die nicht wegzudrücken, sondern sie sich bewusst machen. Da ist ein Gedanke. Ah ja, das ist ein unangenehmer oder auch ein angenehmer. Eine etwas andere Form der Achtsamkeitsübung. Denn diesen Gedanken, den wir da jetzt möglicherweise haben, den nehmen wir ganz bewusst wahr. Aber wir bewerten ihn nicht. Bleiben vielleicht kurz bei diesem Gedanken. Was ist das? Ah ja, da belastet mich was, da macht mich was traurig, da macht mich was ärgerlich. Ich mache mir es bewusst, was da ist. Bewerte es aber nicht. Es ist nicht schlimm, dass dieser Gedanke da ist. Er ist da. Und dann widme ich mich wieder den Geräuschen des Waldes oder wo ich halt gerade bin und dem, was ich da sehe. Ein Ast, ein Baum, Blätter, Steine, Wasser. Hier nochmal eine Erinnerung an das letzte Video, Meditation in Gelb. Hier nochmal ein sehr viel schönerer Überblick über ein Rapsfeld. Nochmal ein paar Gedanken zum Entscheiden. Welchen Weg gehe ich? Gerade auch, wenn wir zur Ruhe kommen und merken, da geht mir so viel durch den Kopf und ach, jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich das machen. Und gerade auch, wenn wir Social Media Fans sind oder bei uns selber feststellen, Mensch, das ist ja fast schon eine Sucht, ich kann mich davon gar nicht lösen, dann sind das erstmal ganz wichtige Gedanken. Im Sinne der Achtsamkeit betrachten wir diesen Gedanken, nehmen wir ihn wahr. Und bewerten ihn nicht. Wir bewerten den Gedanken nicht, so gut es geht, sondern sagen einfach nur, ach ja, ich gucke mal wieder zu viel dieses, ich gucke mal wieder zu viel jenes, jede freie Minute gucke ich, ob mir jemand geschrieben hat. Dann sind das Gedanken, Feststellungen, die sind in Ordnung. Möglichst aber nicht bewerten. Und in diesem Zusammenhang ganz besonders wichtig, sich selbst nicht bewerten. Denn das machen wir viel zu häufig. Sich selbst nicht bewerten, sondern sagen, okay, du hast jetzt dieses Verhalten oder du hast jetzt diesen Gedanken, aber das ist in Ordnung. Ich nutze diesen Gedanken als Ausgangspunkt, um vielleicht etwas zu verändern. Aber ohne mich zu ärgern, ohne traurig zu sein. Ohne mich zu bestrafen in irgendeiner Form. Und sei es nur, ach, bist du blöd. Das machen viel zu viele Menschen. Stellen sich selber in ein schlechtes Licht. Selbst wenn sie nur alleine sind. Deswegen ganz wichtig, sich selbst wahrnehmen, spüren, zum Beispiel auch
Beim Blick jetzt in dieses kleine Panorama, in den Wald hinein, spüren, was geht in mir vor, welche Gedanken tauchen auf. Will ich schon wieder irgendwas anderes machen? Dann ist das ein Gedanke. Ach ja, da will mich schon irgendjemand wieder in meinem Kopf zu irgendetwas treiben. Das kann etwas Realistisches sein, ich muss jetzt dies und jenes noch erledigen. Aber es kann auch etwas sein, wo wir sagen, ach, jetzt habe ich wieder den Impuls, ich muss da was nachgucken, und aber das brauche ich gar nicht. Ja, dann stellen wir einfach nur fest, da ist ein Gedanke. Und dieser Gedanke sagt mir, dass ich etwas tue oder tun möchte. Und dann kann ich mich ganz in Ruhe entscheiden, mache ich das jetzt oder lasse ich es? Mache es später. Oder vielleicht ist es etwas, was unnötig ist. Wie jetzt mal eben eine Mail checken. Oder die Mail-Liste checken, obwohl sich da nichts geregt hat. Kein Ping und sonst nichts hat sich gezeigt am Handy. Nachrichten checken und so weiter. Nur erstmal feststellen, was tue ich da? Ich habe den Impuls, etwas zu tun, oder ich habe den Impuls, etwas zu sagen. Da einen gedanklichen Impuls. Aha, da ist etwas, ein Gedanke. Und dann kann ich mich ganz bewusst und ruhig und ohne Bewertung entscheiden, komme ich dem Gedanken, diesem Impuls nach oder nicht. Jetzt nähere ich mich schon wieder Freital, sehen wir da unten die Stadt, so ungefähr noch 2 Kilometer, dann bin ich wieder zu Hause. Dieses Video, wie viele oder vielleicht alle diese Videos unseres Kanals, sollen einen Hinweis geben darauf, was man auch noch tun kann, um sich von den Belastungen des Alltags etwas zu distanzieren. Man kann Sport machen, man kann in Urlaub fahren, man kann natürlich sich auch mit Bekannten, Freunden, Familienmitgliedern treffen. Man kann sich einfach mal hinsetzen, einen schönen Film gucken, das ist alles in Ordnung. Aber ganz wichtig auch, die Stille ab und zu einmal suchen und auch wenn es schwer fällt, aushalten. Mit Hilfe der Achtsamkeit. Wenn eben ein Gedanke kommt, Mensch, ich muss was tun oder mir ist langweilig, dann diesen Gedanken ganz nüchtern einfach nur registrieren, nicht bewerten und dann wieder zurück zum Schauen oder Hören, zum Dasein, zum Hiersein, hier und jetzt. Ja, so ist das. Zum Ende des Wanderns kommt die Sonne raus, ist blauer Himmel. Aber das stört nicht weiter. Die Wanderung war gut. Und wenn Sie dieses Video gut fanden, dann klicken Sie auf den Daumen nach oben. Wäre schön, wenn Sie den Kanal abonnieren, weitererzählen, teilen und einen Kommentar da lassen, wie Ihnen das gefallen hat. Vielleicht haben Sie auch Wünsche, vielleicht etwas, ein Thema oder eine Gegend, wo ich vielleicht mal hier in der Nähe etwas zeigen kann und mein Gedanken zum Thema Achtsamkeit und zu Gott und Glaube etwas beitragen kann. Bis zum nächsten Video. Tschüss.